Hallo, heute ist ein zauberhafter Tag für Bücher. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung, das muss so sein. Ich stelle euch gleich ein Buch vor und es könnte sein, dass ihr das auch haben möchtet. Das Buch habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, als E-Book, und ich darf das behalten. Ja, so, damit ist dem Gesetz mal wieder Genüge getan. Sina zeigt euch jetzt das Cover. Ja, hi meine Liebe. So, ihr seht es. Oh, toll. Schon beginnt das ist super gelaufen. So, ganz perfekt. Zweiter Anlauf. Ich hoffe, er stellt sich jetzt scharf. Dritter Anlauf. Ja, jetzt haben wir es. Wir haben es. So, ihr könnt es sehen. Es sind die Hex-Files von Helen Harper. Hexen gibt es doch aus dem Lix Verlag digital. Und es ist der Auftakt zu einer Reihe. Ganz genau so ist es. Ja, ihr lernt gleich Ivy kennen. Ivy ist eine Hexe und sie ist, ja, Taxifahrerin, aber ziemlich faul. Also sie tut nur das Nötigste und dann ist es auch gut. Sie ist vor Jahren aus dem Orden geflogen, weil sie gemogelt hat. Und von daher will sie von dem Orden nichts mehr hören und hat mit denen überhaupt nichts mehr am Hut. Ja, und dann kommt sie nach Hause zu ihrem Kater, der sprechen kann. Er kann 20 Worte sprechen. Ach, jeder Katzenbesitzer würde jetzt sagen, oh, bitte, könnte die vorbeikommen. Aber diese Katze ist ziemlich pampig eigentlich. Sie kann auch nur wirklich einfache Worte wie Hunger, Futter, streicheln. Das reicht doch. Und solche Sachen. Ja, genau. Ich wäre dankbar, wenn das ich immer auch könnte. Ich auch. Aber hab Schmerzen wäre oder Schmerzen wäre auch nett. Naja, das Wort soll sie gar nicht kennen. Ja, soll sie nicht kennen, aber ich will wissen, genau, wenn sie es hatte. Ja, aber sie ist also gar nicht vielleicht so untalentiert, wie man immer glaubt. Sie geht dann zu ihrer Nachbarin, die hatte sie um einen Gefallen gebeten. Die Gute ist nämlich weggefahren. Es ist auch eine Hexe, aber ganz anders wie Ivy. Die ist sportlich und durchtrainiert und ehrgeizig und will im Orden vorankommen. Ja, und dann geht sie in die andere Wohnung, um der ihre Katze zu versorgen. Und wen entdeckt sie da? Zwei Einbrecher. Aber damit nicht noch nicht genug. Nein, der Ärger fängt erst an in Gestalt von, und das muss ich leider einmal ablesen, Adeptus Exempus Raphael Winter. Der ist schon ziemlich weit oben in den Orden, in dem Orden halt geklettert, und der taucht mit einem anderen aus dem Orden noch auf. Und sie wird fälschlicherweise für ihre Nachbarin gehalten und durch einen Zauber an den guten Winter gefesselt. 100 Tage soll sie jetzt an seiner Seite sein, soll mit ihm Fälle lösen. Er muss halt lernen, auch mit Untergebenen zusammenzuarbeiten, teamfähig zu werden. Damit hat er es nämlich nicht so. Ja, und jetzt mitgefangen, mitgehangen oder wie heißt es immer so schön, muss sie halt mit für den Orden arbeiten, was sie überhaupt gar nicht mag. Wie schon gesagt, größte Eigenschaft an ihr, sie ist faul. So. Also ihr seht, die Geschichte hat ein bisschen Humor, das hört man ja eigentlich schon raus. So eine faule Ermittlerin hat ja schon immer ein bisschen Potenzial dazu. Sie hat die Katze, die ziemlich pampig und nicht zu den freundlichsten gehört. Und jetzt hat sie halt auch noch diesen Raphael Winter am Hals. Was ich an dem Buch nicht so schön fand, das sage ich gleich vorweg, es ist, ich hatte das Gefühl, bewusst jugendlich. Ja, manchmal vielleicht sogar erzwungen, jugendlich im Stil verfasst worden. Hätte man das vielleicht gestrichen, hätte man sich einfach an den ganz normalen Alltagsumgangston gehalten, hätte das dem Buch, glaube ich, nicht geschadet. Aber vor allen Dingen wäre es dann für eine breitere Fläche vielleicht interessant. Ganz gewesen. Genau. Aber bei mich schreckt persönlich solch eine Sprache in Büchern ab. Genau, ich mag es überhaupt nicht und ich glaube auch nicht, dass alle Jugendlichen unbedingt darauf abfahren. Ja, also das war wirklich für mich ein großer Minuspunkt. Ich mochte die Dynamik zwischen den beiden. Das fand ich auch gut, weil er ist halt der Seriöse, der Ehrgeizige, der Leistungsorientierte und sie halt die Faule, die nichts kann, die sogar aus dem Orden rausgeflogen ist. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Die beiden
sind ein gutes Team in dem Fall. Ja, es gibt zwei Arten von Magie, das fand ich auch sehr gut. Es gibt einmal die Magie mit Runen, die geht sehr schnell, so eine Rune, zack, 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 einmal in die Luft gezaubert, gezeichnet und schon wird gezaubert, so ist es richtig. Und es gibt halt noch die Magie mit Kräutern, das ist ein bisschen aufwendiger, die müssen halt gemischt werden und so weiter. Aber das sind die beiden halt, die mit denen man zaubern kann. Ja, das Ganze spielt, wenn ich mich richtig erinnere, in Oxford. Und das läuft also parallel, ähnlich wie bei Harry Potter. Es gibt halt beides. Und die Geschichte hat meiner Meinung nach Potenzial. Ich mag die. Ich mochte es allerdings nicht so gerne, dass diese ganzen Bezeichnungen auch im Orden, wie ihr habt es ja eben gehört, was ich gesagt hatte, der gute Winter ist ja ein Adeptus Exempus, es gibt auch einen Ipsissimus und so, und ich weiß nicht, das macht die Geschichte, genau, das macht die Geschichte nicht interessanter. Also gleich auf der ersten Seite sind halt diese Ränge aufgeführt, damit man da immer notfalls noch mal gucken kann. Aber meiner Meinung nach hätte es das nicht gebraucht. Und ja, eigentlich eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ein schöner Auftakt für eine Reihe. Ich finde das aber auch beim E-Book. Und es ist ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, steht ja nicht Digital gleich daneben umsonst. Ist es so eine Sache, wo ich sage, ich bin einfach, ich finde es unpraktisch. Im Buch, okay, gucke ich nochmal gerade auf Seite 1, da sind die Ränge oder Personen aufgeführt, aber beim E-Book finde ich das eher, da bin ich zu faul für. Ja. Also von daher, ich hatte es mir auch erst abgeschrieben, aber letztendlich haben die keinen weiteren Sinn. Für mich zumindest nicht, hätte da gestanden der oberste Rat oder der zweite Rang. Okay, wäre man wahrscheinlich viel besser damit klargekommen. Und ja, ich habe es nicht gebraucht, obwohl ich sie mir vorne erst einmal abgeschrieben hatte und daneben gelegt hatte, aber letztendlich. Aber wahrscheinlich ist das so was, damit die Welt in sich kompakter wirkt. Und ganz gut, okay, da muss man halt unterscheiden, ob man eine kompakte, durchdachte Welt haben will oder ob man ein fauler Leser ist, ne? So wie ich zum Beispiel. Also wie gesagt, bis auf diese kleinen Schwachpunkte, die mir nicht so gut gefallen haben, ist das Buch eigentlich sowohl ein bisschen amüsant, eben durch das Zusammenspiel von den beiden. Auf der anderen Seite habt ihr eine gute Story dabei. Von daher, wenn ihr euch für Hexen, für Magie und dieses Ganze interessiert, dann ist das garantiert was für euch. Schaut es euch zumindest mal an, guckt mal, vielleicht kriegt ihr eine Leseprobe. Ja, und damit wäre es das eigentlich auch schon von mir für euch. Bis zum nächsten Mal.